Nach dieser einmaligen und appetitlichen Demonstration von Hexe Gaga, wie man aus diesen aufgeweckten Insekten in Weggläsern Marmelade macht, kommen wir nun zu... Sandwiches? Zu irgendwelchen weiteren Themen. Ich höre irgendetwas Neues. Nun, Schlingelnatter. Ich habe mir bei Wilfried Wucher meine glitzernde Schönheitswarze bestellt. Und ich habe mir ein paar Arbeitshandschuhe bestellt. Das fühlt sich griffiger an, wenn ich mit meinem Hausgenossen Rory catche. Und was gibt's bei dir Neues? Bei mir? Ja, bei dir. Normalerweise gibt es doch bei dir immer was, worüber du schwafeln kannst. Oh je, wie schade. Die Ärmste hat heute nichts, womit sie angeben kann, Hexenmeisterin. Wenn du dich da nur nicht täuschst, du Himmelfahrtsnase, hm? Um genau zu sein, ich habe mir etwas... Was? Etwas, ausgesprochen meuchelmäßig Beeindruckendes bestellt. Da könnte so manchem von Neid die Nase abfallen. Ja, und im Augenblick warten mein Hausgenosse und ich nur noch darauf, dass es geliefert wird. Du mir das? Ja. Und wieso hast du überall so grüne Flecken im Gesicht? Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber, kriegen Hexen diese komischen grünen Flecken nicht immer nur dann, wenn sie, die Unwahrheit sagen, hä? Na und, ich hab gelogen, aber du hast sie doch gehört. Ich hab mir eine glitzernde Schönheitswarze bestellt, die können vielleicht nerven. Dem musste ich doch einfach irgendwas entgegensetzen. Und, bist du jetzt vielleicht glücklich? Du hast ja gestern Abend eine ganz schöne Welle gemacht, Frau Direktor. Aber was ist, wenn hier jemand vorbeikommt und dein meuchelmäßig beeindruckendes Ding sehen will, hä? Was ist dann? Du hast ja recht. Wir sollten lieber einkaufen gehen, und zwar auf der Stelle. Geh mir aus dem Gesicht, du Holzkopf. Was tust du denn? Es ist doch völlig klar, was er will. Woody will dir diese grünen Abnormitäten aus dem Gesicht wischen. Wesen können auch ganz schön nervig sein. Los, komm. Hallo. Bedienung. Was versteht man denn hier unter Dienstleistung? Was ist das für ein furchtbarer Gestank? Das ist Frau Direktor. Sie möchte bei Ihnen etwas kaufen, etwas wirklich Erstaunliches. Dabei ist es völlig egal, was es ist. Es ist nur absolut unerlässlich, dass es keine andere Hexe hat. Ah, verstehe. Ich denke doch, dass ich euch da weiterhelfen kann. Na, endlich. Oh, wie wundervoll, was da wohl drin ist. Ich bin gespannt. Jedenfalls nennt sich das Ganze Schnaufsauger. Ein Schnaufsauger? Was ist das? Aber das kann ich nun wirklich nicht gebrauchen. Noch was das sauber macht. Vielleicht solltest du ihm einfach eine Chance geben. Er könnte unter Umständen ganz nützlich sein. Du scheinst ihm jedenfalls zu gefallen. Hey, sieh dir doch bloß mal an, was der alles kann, Frau Direktor. Dieser Knopf scheint für die stufenlos regelbare Geschwindigkeitskontrolle zu sein. Ehrlich gesagt, ich finde ihn ganz lustig. Naja, er fällt wirklich aus dem Rahmen. Und er macht mit Sicherheit mehr her als der alte Woody. So viel ist klar. Wir sollten ihn rauswerfen. Du, raus. Aber ich finde, das ist vielleicht ein bisschen über... Eine Widerrede, Hugo. Wozu soll man denn zwei Dinge zum Saubermachen haben, wenn man das Saubermachen an sich schon verabscheut? Und ein Schnaufsauger ist was, womit man wenigstens angeben kann. Du hörst doch. Deine Reinigungskräfte werden hier nicht länger gebraucht. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg. Aber wo die ist dein Hexenbesen? Also jetzt hör zu, das ist doch kein Grund, um traurig zu sein. Das ist der Fortschritt, das ist der Lauf der Dinge. Die Zeiten ändern sich, auch Hexen entwickeln sich. Ja, die Technologie macht auch vor uns nicht halt. So ein Schnaufsauger hat bestimmt noch keiner. Ich muss ihn den anderen zeigen. Ob Schlingelnatter heute Nachmittag schon was vorhat? Stinky! Natter? Ich kam so zufällig vorbei und dachte, ich zeig dir mal meine neue Warze. Ist sie nicht schön? Ja, ja. Und du kommst mir gerade recht, denn ich wollte dir auch etwas Schönes zeigen. Tatsächlich was? Das hier. Ach du meine Güte. Ein Schnaufsauger, ist das schon alles? Na und? Du hast keinen.
Ist das etwa das Ding, weshalb deine Hexe neulich so groß angegeben hat? Ein fahrbarer Müllbeutel? Besser als eine glitzernde Gesichtsspoiler ist das mit Sicherheit. Es ist wenigstens zu irgendwas zu gebrauchen. Na, willst du mal sehen, was der alles kann? Nein, eigentlich nicht. Ist ja egal, ich zeig's dir trotzdem. Oh je, da scheint was nicht zu funktionieren. Wichtiger Hinweis. Es empfiehlt sich, den Schnaufsauger vornehmlich in ordentlichen Haushalten einzusetzen. Auf keinen Fall in verwohnten Hexenhütten. Ist Ihr Schnaufsauger überlastet, kann es dazu führen, dass er ganz schlechte Laune bekommt. Was du gegen ein Besen hast, das würde ich gern wissen. Dieses Ding hat tatsächlich meine Warze weggesaugt. Stinkmorschel, du schuldest mir eine neue Warze. Aber ich kann doch nun wirklich nichts dafür, wenn dieser dämliche... Diese Gerätschaft ist ja gemeingefährlich. Ich verstehe sowieso nicht, was du damit willst. Wärst du mal schön bei deinem Besen geblieben. Apropos Besen, wo ist Woody? Bleib mir vom Leibe, ja? Hilf mir, Stinkmorchel! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist wer? Mein Hut natürlich. Hast du ihn irgendwo gesehen? Ach, das hätte ich mir denken können. Ach. Warte, was ist los? Wo bist du denn so eilig hin? Was denkst du? Ich muss diesen verblödeten Besen wiederfinden. Und was soll dann aus mir werden? Du kannst mich doch hier nicht so allein lassen, bitte! Du bist nichts weiter als ein Haushaltsgerät, hör mal! Und mir bleibt nichts anderes übrig, als dir zu zeigen, wer hier der Herr im Hause ist! Hör mal zu! Du wirst sofort damit aufhören, deine Besitzer zu tyrannisieren. Dein Benehmen lässt wirklich zu wünschen übrig. Und wenn dein Benehmen zu wünschen übrig lässt, dann wird dich auf dieser Welt auch niemand mögen. Hast du kapiert? Woody! Oh, Woody. Ich habe mich entschieden, den Schnaufsauger wieder zurückzubringen. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach dir gemacht. Hörst du? Jetzt hör schon auf mit dem Quatsch. Du sollst wieder nach Hause kommen. Woody! Woody! Da bist du ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen alten Besen so sehr vermissen könnte. Aber in Zukunft wird nicht mehr so oft sauber gemacht, ja? Können wir uns darauf einigen? Hugo, wo steckst du, du fliegender Holländer? Sieh mal, wen die schlaue Hexe hier mitgebracht hat. Hugo? Also das ist ja mal wieder typisch. Ich nehme jede Strapaze auf mich, um mir einen Hausgenossen zu besorgen. Und da gehe ich nur mal 5 Minuten vor die Haustür und puff! Macht sich das Ding aus dem Staub. Oh nein. Denkst du das? Bist du das, was da drin steckt, Hugo? Aber sicher! Kannst du es wagen, meinen Hausgenossen aufzusaugen? Ohne hier raus, bitte! Ja. Ach, und wo wir gerade dabei sind, gib mir die Warze meiner Freundin zurück. Aber jetzt mal ehrlich, was soll ich denn mit einem Ding, das zwar sauber machen, aber nicht fliegen kann, hä? Also, ich möchte bitte mein Geld zurückhaben. Ja, aber Sie haben doch noch gar nicht bezahlt. Oh, Verzeihung. Wiedersehen. Und wenn wir bis dahin nicht gestorben sind, dann leben wir vom heutigen Tage an glücklich bis an unser Ende. Habe ich recht? Hörst du schwer? Wenn ich dich noch einmal beim Fegen erwische, landest du im Sägewerk. Nein, es bleibt anscheinend doch alles beim Alten.